Geboren in Berlin besuchte er das Gymnasium, er studierte dann, sein Interesse kennt keinen Halt. Doch um im Land was zu ändern, ging er in die Politik, kämpfte hart für den Frieden, denn das ließ ihn nie kalt. Früh mit 29 Jahren kam der Mann in den Rechtsrat, kämpfte hart für seine Ziele im instabilen Deutschland. Sein neuestes Werk, die DVP, deren Gründung er unterschrieb und deren Vorsitzender er bis zum Lebensende blieb. Und Außenminister wurde er mit 43 Jahren, Zeit was zu verändern im Konflikt mit anderen Ländern. Doch das war nicht so leicht, Stresemann Mann hatte schwer, den Versailler Vertrag gab seiner Meinung nach nicht fair. Und sein Hauptziel war der Wiederaufbau der Wirtschaft und die Annäherung an den Westen sollte auch wieder gelingen. Dazu kämpfte er passiv im Widerstand gegen Frankreich, wurde Reichskanzler und holte Deutschland aus der Not. Und ganz egal wie schwer sein Ziel war, ganz egal wie sehr es war, Gustav Stresemann machte dieses Chaos wieder gut, denn er riskierte viel, reichte Frankreich seine Hand, ja, er war wirklich der beste Politiker aus Deutschland. Und ganz egal wie schwer sein Ziel war, ganz egal wie sehr es war, Gustav Stresemann machte dieses Chaos wieder gut, denn er riskierte viel, reichte Frankreich seine Hand, ja, war wirklich der beste Politiker in Deutschland. 1923 war der Höhepunkt der Inflation, doch er bekam dafür nicht einmal den gerechten Lohn, führte die Rentenmark als neue Währung ein. Als Kanzler musste er gehen, trotzdem konnte man schon den Aufschwung sehen, doch das hat ihn nicht aus der Bahn gebracht. Kurz darauf wurde der Davis-Plan als Lösung der Reparationsfrage gemacht, die Schulden werden abbezahlt. Doch alles Schritt für Schritt, damit das Land nicht wieder so schnell aus den Latschen kippt. Kredite wurden aufgenommen, vor allem aus der USA. Und mit Steuern, Zöllen, Zinsen wurden Schulden abbezahlt. In Locarno wird Politik gemacht. Deutschland erkennt die Grenze im Westen an, um damit anerkannt zu sein. Wieder ein Teil von dieser Welt zu sein. Raus aus dem Schatten, um in den Völkerbund zu kommen. Mit viel Wind, mit viel Kraft, um anerkannt zu werden. In diesem Meer voller Lügen, es sieht gut aus, doch wird schwerer ohne Frankreich. Und ganz egal wie schwer sein Ziel war, ganz egal wie sehr es war, Gustav Stresemann machte dieses Chaos wieder gut, denn er riskierte viel, reichte Frankreich seine Hand, ja, aber wirklich der beste Politiker aus Deutschland. Und ganz egal wie schwer sein Ziel war, ganz egal wie sehr es war, Gustav Stresemann machte dieses Chaos wieder gut, denn er riskierte viel, reichte Frankreich seine Hand, ja, er war wirklich der beste Politiker aus Deutschland. Der letzte Vertrag war der Brion-Kellogg-Pakt, in dem 62 Länder auf den Krieg verzichten wollen. Denn die Streitigkeiten sollen nicht mehr in dem Krieg enden, sondern eine friedliche Lösung sollte nun gefunden werden. Und das Deutsche Reich bekam immer mehr und mehr Macht und stärkt die Beziehung vor allem zu den USA. Doch das passte den Franzosen irgendwie ganz und ganz und sie schlossen einen neuen Vertrag mit der USA. Doch Stresemann wollte nicht schon wieder einen neuen Konflikt und vermittelte gut zwischen den Franzosen und dem Reich. Denn kein Konflikt wird wie Dreck vom Regen weggespült. Es ist ein hartes Stück Arbeit, bis man dieses Ziel erreicht. Für seine ehrenvolle Arbeit wurde Stresemann belohnt. Er erhielt den Friedensnobelpreis nur für seine Aktion. Und ganz egal wie grau die Wolken sind, man muss kämpfen und wird sehen. Konflikte kommen und sie gehen. Und ganz egal wie schnell sein Ziel war, ganz egal wie sehr es war, Gustav Stresemann machte dieses Chaos wieder gut, denn er riskierte viel, reichte Frankreich seine Hand, ja, aber wirklich der beste Politiker aus Deutschland. Und ganz egal wie schnell sein Ziel war, ganz egal wie sehr es war, Gustav Stresemann machte dieses Chaos wieder gut, denn er riskierte viel, reichte Frankreich seine Hand, ja, aber wirklich der beste Politiker aus Deutschland.